Ob dieser Laserstrahl von Jack Tiote oder Agüeros Last-Minute-Tor gegen Queen's Park Rangers, das hier sind die wildesten und unmöglichsten Comebacks in der englischen Fußballgeschichte. Last-Minute-Strike von Jack Tiote. Arsenal gegen Newcastle United. Arsenal ganz, ganz locker. Erste Minute 0:1. Ja, da kannst du gleich mal sagen, ja moin. Super. Theo Walcott, der Paceman. 96 Pace damals in FIFA gehabt. Mittlerweile hat... Ui, und gleich noch das zweite hinterher. Nach 3 Minuten, Dicker. Stell dir vor, du bist nach 3 Minuten 0:2 hinten. Da kannst du auch. Kannst du eigentlich den Laden gleich zusperren. 10 Jahre her übrigens das Spiel. Da ist dann Arshavin noch, Wilshere. Fabregas müsste da dann, oder? Oh, Van Persie bei Arsenal dann noch. Nach 10 Minuten. 10 Minuten, Jungs. 10 Minuten. Das gibt's ja nicht. Nee, aber jetzt nicht das vierte. Oh, Gott sei Dank, nicht gleich das vierte noch. Oh, der war aber wild gezwirbelt. Total über den Außenriss abgerutscht. Fabregas! Oh, mein Lieblingsspieler. Der ist da noch die letzte. So lang ist das her, Freunde. So lang. Oh, das gibt's doch nicht. Sanja auf Van Persie und es geht. Nach nicht mal einer halben Stunde 0:4. Ja, super. Wie? Da gehen schon die Ersten. Wie soll das bitte noch? Kannst du vergessen. Gutierrez. Jetzt aber. Ich vielleicht. Oh, Koscielny klärt gerade noch. Ja, sie müssen jetzt mal treffen. Oh, ja, aber das kannst du nicht auf. Das holen die nicht auf, oder? Das holen die nicht auf. Das geht doch nicht. Nee, und nicht noch ein fünftes, oder? Oh, nee. Oh, da wäre es vorbei. Ja gut, es ist bei 0:4 doch vorbei, oder, Freunde? Aber es muss doch ein Comeback sein. Ich freue mich drauf. Guck mal sonst an. Wilshere. Van Persie. Oh. Ui, das Sakan. Das schmeckt nicht. Hey, da wird geschubst und die rote Karte wird verteilt. So, auf Wiedersehen, Freund der Berge. Faulchen, jetzt mit einem Elfer fängt's an. Fängt die große Aufholjagd tatsächlich mit einem Elfer an? Oh, gut geschossen. Ist da der Ersatztorhüter im Tor? Warum hat er sonst Nummer 53, ne? Oh, ganz lieb. Szczęsny! Ha! Den kennen einige vielleicht von euch, jetzt heute bei Juventus Turin. 68. Das geht sich doch nicht aus. Das sind 20 Minuten. Oh, wie jung er da aussieht. Ja, klar, ist auch 10 Jahre her, aber trotzdem. Oh, die Nummer 2. Oh, nein, ist nicht abseits. Achso, ja, klar, aber hat der Schiedsrichter abseits? Jetzt das zweite. 15 Minuten Zeit für 2 Tore. Ui, 15 Minuten Zeit. Ui, wieder Elfer. Er gibt ihn. Oh, Koscielny gibt den zweiten Elfer her. Oh, Szczęsny mit dem Fuß dran, aber in die Mitte und rein. Oh, Barton bei Newcastle ist, glaube ich, der unbeliebteste Spieler aller Zeiten in England. Also, Joey Barton. 3-4 Arsene Wenger ist tilted. Der ist tilted. Tomasz Rosicki. Oh, sogar ein bisschen dicker, der Schiedsrichter. Das wird's nicht mehr. Jack Tiote! Was eine Rakete von Jack Tiote! Oh, ist das ein geiles Tor. Bam, voll getroffen mit links. Und rein ins Glück. Jack Tiote, ja, dann verstorben. Vor ein paar Jahren, glaube ich, an einem Herzinfarkt oder so. Ja, viel zu jung natürlich. Ah, ich kriege Gänsehaut und dieses Tor wird ewig in Erinnerung bleiben. So soll, ja. Oh, fast sogar noch das fünfte. Das wäre es dann aber wirklich gewesen. Von Persie. Ja, so, okay. Oh, abseits. Knapp abseits. Oh, 4:4. Junge, war das intensiv. Und Ruhe in Frieden, Jack Tiote, wie gesagt. Palace gegen Liverpool. Liverpool brauchen einen Sieg, um dann noch im Titelrennen ein Wörtchen mitreden zu haben. Und sie machen es. Brendan Rodgers, der Trainer.
Ja, und ja, ich wollte gerade sagen, da einfach so ein kleines Zwergchen. Wer war das? Ich hab's nicht gesehen. Ja, so ein kleiner Zwerg, der da einfach das Türchen macht. Das wird aber jetzt kein Longshot. Nee. Wäre der geil gewesen. Mignolet bei Liverpool in Tor. Oh, gut gehalten. Weltklasse-Parade. Die ist Weltklasse. Suarez bei Liverpool. Boah, das ist so, das müsste Sturridge. Sturridge, ja klar, Daniel Sturridge. Brandon Rodgers denkt sich, ja, wir machen da die Aufgaben. Wir machen unsere Hausaufgaben. Ah, abgefälscht natürlich, ganz undankbar für den Torhüter. Ah, der rollt da genau, der trudelt da nur so ganz, ganz locker rein. Die machen doch nicht jetzt noch ein 3-0. Sterling auf Suarez. Da merkt man, man ist in einer anderen Zeit angekommen. 3-0, 4-0. Nee. Ach so. Oh Gott. Ich war gerade so lost, das war die Wiederholung vom vorigen Tor. Meine Güte, Freunde. Es ist schon spät. Ui! Delaney! Ja, nicht Thomas Delaney. Oder? Na doch, sicher. Sehr Crystal. Ich bin schon wieder. Freunde, ich bin der Zeitrechnung irgendwo in dem anderen Universum gerade, glaube ich. Ja. Geile Bude. 1-3. 15 Minuten noch. Liverpool kann den Sack nicht zumachen. Coutinho. Oh, ist das heftig, wer da alles gespielt hat. Daniel Sturridge ist er weiß schon, da passiert was. 9 Minuten noch und Liverpool verkackt's wieder mal. Es wäre so passend zu dem damaligen Liverpool. Martins. Oh, das ist gut abgelegt. Das ist Weltklasse abgelegt. Hier mit der Brust. Bam, zack. Und dann gut gefinisht. Yannick Bolasie. Alter Schild. Liverpool, das ist richtig bitter. Und Luis Suarez merkt hier, Steven Gerrard weiß genau. Oh. Da kann ich wieder heulen, denn ich werde wieder nicht Meister. Und jetzt natürlich das legendärste Spiel. Oder eins der most dramatic last game of the season. Man City muss gewinnen, da Man United gegen Southampton 1-0 gewonnen hat. David Silva. Und sie müssen gewinnen, damit sie den Titel holen. Sie müssen gewinnen. Zabaleta. Oh, der ist drin. Ausgerechnet Zabaleta, der Rechtsverteidiger, der Argentinier. Ausgerechnet er macht's. Ist bitter für den Torhüter. Barry, Aguero, alle da noch gespielt. Oh, Lescott, das ist ein Fehler. Nein! Julian Lescott. Da kann Kompischi nicht nach und dann sieht Joe Hart nicht gut aus. Aber, also, nicht sein Fehler. Ja, was ist das? Ist das nicht Joey Barton? Mike Dean, legendärer Schiedsrichter. Und jetzt QPR, einer weniger. Oh, Aguero, der ist nicht drin. Wie jung Aguero noch ist, ne? Ja, klar, wie gesagt, ist auch wieder ewig lang her. Oh! Lescott kriegt den nicht von der Linie. Und ja, da musst du wirklich hier an Gott noch irgendwo glauben, an den Fußballgott. Da kommt dir das Heulen. Aber, junger Mann, sei nicht bestürzt, Edin Dzeko kommt und Mario Balotelli kommt und die zwei werden es retten. Carlos Tevez, auch ein Stuhl. Die spielen da jetzt mit Tevez, Dzeko, Aguero und Balotelli vor. Nur mal so zur Info, also richtig offensiver Schmackes-Power, der da vorne jetzt abgeht. Balotelli, der ist nicht drin! Er ist nicht drin, gut gehalten, aber da der Berg, habe ich dann noch der nächste Eckball, den Dzeko dann verwandelt. Gleich danach, Dzeko! Tor, 2-2. 2-2. So, und jetzt wird's knusprig. Wir gucken, 90 plus 2. 2-2. Man braucht einen Sieg. Und dann kommt eben diese legendäre Szene. Unglaublich. Ekstase pur. Wahnsinn. Der Kommentar dazu. Boah, was eine Wucht des Tor. Was eine Wucht. Guckt euch die Bilder an. Da ist totale Eskalation. Und Manchester City ist Meister. Freunde, guckt als nächstes gerne noch das Video hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.